Hallo und herzlich willkommen bei Wattebällchen-TV. Ich bin Janita, irgendwo da sind meine Hunde. Und wir erzählen euch heute was über Ausrüstungsgegenstände für Angsthunde. Man bekommt einen neuen Hund, man denkt sich, ha, was brauche ich jetzt alles? Und das Wichtigste bei einem Angsthund sollte eigentlich schon ein Hund sein, wenn ihr ihn bekommt. Das Sicherheitsgeschirr. Das Sicherheitsgeschirr ist so ein Y-Geschirr. Und es unterscheidet sich dadurch vom normalen Geschirr, dass hier ein zweiter Gurt ist. Dieser zweite Gurt sollte auf jeden Fall auf den Rippen liegen. Man sieht immer wieder, dass der hinter den Rippen liegt. Das tut wahnsinnig weh und ist auch nicht notwendig. Also wenn der hintere Gurt auf den Rippen liegt, auch dann kann sich der Hund nicht aus dem Geschirr befreien. Dafür ist er nämlich da. Wichtig auch, die Leine hängt beim Bauchgurt und nicht da hinten. Auch da wieder, hier ist einfach eine bessere Druckverteilung. Und hier vorne, dieser Teil, liegt am Brustbein. Also sprich hier, nicht da oben, weil dann würde es würgen. Sollte sich dein Hund nichts über den Kopf ziehen lassen, gibt es hier Geschirre mit einer Schnalle. Das schaut dann so aus. Also hier den Brustteil und am Hals ist hier eine Schnalle. Das heißt, der Hund braucht nirgends reinschlupfen, man macht es einfach aus, auf, lasst den Hund mit dem Kopf rein und dann macht man es so. Fertig. Das heißt, dieses Geschirr sollte immer dran sein, wenn du mit dem Hund rausgehst, auch wenn du in den Garten gehst. Es gibt wahnsinnig ausbruchskreative Hunde, gerade wenn sie sich erschrecken, findet man dann vielleicht doch irgendwo ein Loch im Zaun und das ist nicht notwendig. Zusätzlich, wenn du mit dem Hund rausgehen möchtest, was braucht man zum Geschirr? Eine Leine. Ich nehme dazu gerne Schleppleinen, wo sich der Hund so viel Freiraum nehmen kann, wie er ihn braucht, weil viele Angsthunde ja die Nähe zu uns nicht so gut aushalten können und da eignet sich so eine Schleppleine ganz gut. Wichtig dabei, es ist da nichts Metallenes dran, es kann da nichts scheppern. Die hat jetzt eine Schlaufe zum besseren Halten, gibt es aber auch ohne Schlaufe. Scheppern ist besonders wichtig, das heißt keine Flexileine. Wenn das Ding runterfällt und dem Hund dann nachläuft, Katastrophe, also das geht gar nicht. Der Hund würde Panik bekommen oder die Panik würde schlimmer werden. Das heißt, Schleppleine. Immer angepasst an den Hund, das heißt, die Karabinergröße ist wichtig. Dass das so dagegen halt, ist ein relativ großer Karabiner, relativ schwerer Karabiner. Der wäre auch für große Hunde geeignet. Für kleinere Hunde eignet sich dann eher sowas. Das sind beides jetzt Julius Canine. Aber wenn man sich den Unterschied anschaut, der ist super leicht, der eignet sich jetzt für kleinere Hunde und der ist eher was für größere. Wichtig bei der Leine ist, sie liegt dir angenehm in der Hand, das heißt, sie brennt dir nicht durch und sie ist auch angenehm. Also mir zum Beispiel, ich mag keine Biotanenleinen, weil sie mir einfach zu kalt sind, aber viele mögen das gerne, weil es einfach leicht ist zum Reinigen und da musst du einfach was finden, was für dich passt. Hast du einen sehr großen Hund, der sich vielleicht beim Erschrecken auch mal ein Stückchen losreißt bzw. die Leine durch die Hand zieht, dann eignen sich auch Handschuhe ganz gut. Okay, was mir noch wichtig ist beim Angsthund, ist natürlich der Ruheplatz. Viele Hunde mögen gerne Höhlen, da eignet sich dann so eine Box ganz gut. Wichtig dabei ist, dass der Deckel vorne offen bleibt, der Hund also selber entscheiden kann, wann er rein und raus geht. Auch wichtig, der Hund sollte stehen und ausgestreckt liegen können drinnen. Das heißt, diese Box ist nur geeignet für unsere Kalumi und das auch nur, weil sie sich die selber ausgesucht hat. Das ist eigentlich eine Katzenbox. Hier so unterm Fernseher ist jetzt für viele Hunde nicht der optimale Platz. Du kannst das daran festmachen, wo sich dein Hund von sich aus gerne hinlegt. Und ja, je nachdem, ob das dann passt. Mir ist noch wichtig, ein Hund
Jeder Hund sollte einen Maulkorb kennen. Ich mag diese gerne. Das ist jetzt ein Metallkorb, einfach weil die wirklich beißsicher sind. Und es kann immer sein, dass der Hund irgendwie was hat, dass er zum Tierarzt muss und dann einfach einen Maulkorb braucht und dann sollte er ihn schon kennen. Wichtig dabei ist, dass der wirklich gut passt. Wenn du da mehr dazu haben magst, ich poste dir drunter einen Link, wo du genau schauen kannst, wie messe ich das aus, wie finde ich einen passenden Maulkorb für meinen Hund. Und ja, wenn du da noch ein bisschen Scheu davor hast, das geht sehr vielen Leuten so. Und das ist auch der enorme Vorteil, den ein Angsthund im Maulkorb hat. Die Leute halten Abstand. Ist nicht bei jedem Hund so, also Sammy, unser Mr. Flauschig da, der kann anhaben, was er will. Alle Leute finden ihn toll und er hasst es. Aber es ist schon oft so, dass der Maulkorb den Hunden ein bisschen mehr Freiraum gibt, weil die Leute einfach sagen, der hat einen Maulkorb, der ist gefährlich. Ist für einen Angsthund natürlich super schön. Wenn du da Näheres dazu haben magst, wenn du gerne eine Beratung hättest, dann schreib mir einfach, ich poste dir einen Link drunter, wo du mir einfach über ein Kontaktformular was schreiben kannst. Ich freue mich drüber. Und wenn du sagst, Ma, ich hätte jetzt gerne Sicherheitsgeschirr, dann poste ich dir auch einen Link drunter, wo du dir einfach eins bestellen kannst. Okay, in diesem Sinne sind wir auch schon wieder fertig. Und ich würde mich freuen, von euch zu hören, was euer erstes Equip-Teil war, was ihr für euren Angsthund gekauft habt. Oft geht man ja dann gerne einkaufen.